Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und das ist einfach ein Spiel, das eine Menge verspricht. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Erik Swiatchenko. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Ball kommt. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann ist ja klar, wenn er so an den Ball kommt, dann musst du mit dem Treffer rechnen. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Und Nainggolan. Fischer. Klasse, wie er dahin geht. Klasse Einsatz, faires Tackling. Da fangen sie den Pass ab. Klasse Pass. Sie erhalten den Einwurf. Den Zweikampf führt er sehr gut. Auf Außen ist Platz. Was macht er draus? Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Ein guter Doppelpass. Das muss der Ausgleich sein. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Er hat den Ball. Gute Aktion. Gut verteidigt. Sisto. Der wäre die Chance über außen. Geht nach innen. Schöner Pass. Jetzt vielleicht. Schön dazwischen gegangen. Viel Platz für den Konter jetzt. Was machen Sie draus? Tja, Konterchance vertan. Die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben Sie ein wenig vertrödelt. Sisto. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber Sie bleiben geduldig. Super gemacht, gute Verteidigung.
Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Und sie verlieren den Ball dann doch. Jetzt können sie vielleicht kontern. Das könnte was werden. Sie könnten jetzt flanken. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Ist das das Tor? Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Tolles Tor, cleveres Tor. Ball geht ins kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Der ist wohl einfach zu genau auf. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Zwei Tore hat er schon auf dem Konto. Man liegt vorne. Also so kann es natürlich weitergehen. Und er ist ein Hauptgrund für diesen Spielstand. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Delay. Baba Ali Samata. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Es wird hier Freistoß geben nach diesem Foul. Kurze Hereingabe. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Sisto, sehr gutes Tackling, das war wichtig. Viel mit Auge, kann er was draus machen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt der Vorstoß. Super Zweikampf, den Ball hat er. Baba Ali Samata. Schöner Einsatz, kann klären, es gibt Eckball. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke kommt in den 16er. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Nangolan. Ein guter Doppelpass. Birger Verstrate. Geht dazwischen und hat den Ball. Vielleicht die Konterchance.
Ja, das ist ein guter Pass. Aber letztlich bleibt dieser Steilpass dann doch hängen. Delay. Birger Verstrate. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Das könnte gefährlich werden. Jetzt ist es gefährlich. Oh, ganz frei in der Mitte. Chance zur Führung. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Ja, das müsste doch gewesen sein jetzt hier, oder? Ja, denke ich auch. Davon erholt sich der Gegner garantiert nicht mehr. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Nun Nainggolan. Engels. Birger Verstrate. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da holt er den Ball zurück. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Sie setzen sich hier durch. Ausschlaggebend dieses späte Tor. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.